Wir haben es hier nicht zu tun, ich sage mal, mit dem Standard-Nazi. Ja, also jetzt zu sagen, nach einem derartigen Anschlag, wir müssen hier mehr gegen Rechtsextremismus tun, Rechtsterrorismus zu tun, greift zu kurz. Wir haben es hier aus meiner Sicht mit einer neueren Form zu tun, mit einer Form, man könnte sagen, das ist eine Art Otaku-Terrorismus, Rechtsterrorismus, die jungen Männer, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag chatten und sich dann radikalisieren, antisemitisch sind, Frauenhasser sind, Rassisten sind und die den Sicherheitsbehörden nicht auffallen. Um die müssen wir uns verstärkt kümmern und auch durch eine Aufklärung im Netz. Zieht den Stecker raus und rettet euren Sohn vor Otaku-Terroristen, dem Schrecken der Nation. Sind die Poren brechen voll und Hologramme live on tour. Ist Otaku-Terrorismus in die Hochkultur? Sind Otaku-Terroristen schwer degeneriert, denn die Heiligen sind dahin und schau nach, was da passiert. Yo, ein Hut steht halt unser Motto, mit Mann ist unser Ziel. Jeden Tag nur Anime ist der Siehst du Zombies schwitzen, siehst du Frauen panisch fliehen, siehst du Otaku-Terroristen durch die Straßen ziehen. Die Dakimakuras wählen mit den Fahnen, Otaku-Terroristen singen die Verfahren. Wir sind Otaku-Terroristen, schwerst degeneriert, denn die Heiligen sind Stalin und schau nach, was dann passiert. Du ein Busch, ich halt unser Motto, nimm von ist unser Ziel, jeden Tag nur Anime ist. Degeneriert, nenn die Heiligen sechs Zahlen und schau nach, was da passiert, Nietzsche! Wir sind Otaku-Terroristen, schwerst degeneriert, nenn die Heiligen sechs Zahlen und schau nach, was da passiert. Yo, ein Bullshit heißt unser Motto, mit Bonn ist unser Ziel.